Ich wollte eigentlich immer anders sein als alle anderen. Auffallen um jeden Preis. Das Normale hat mir nicht gefallen. Showbusiness war für mich auch immer ein grosses Thema. Ich habe Hardrockmusik gehört und habe mich für Heavy Metal begeistert. Ich habe gefunden, das ist cool. So mit mieten besetzten Jacken rumlaufen, mit aufentupierten Haaren und so die wilde, freche Göre sein. Die Rebellion und Aggressivität hat schlussendlich so weit geführt, dass ich eines Tages in eine Messerstecherei hineingeraten bin. Ich musste notoperiert werden. Plötzlich bin ich mit dem Tod konfrontiert. Oder das heisst, wohin gang ich nach dem Leben? Ich habe eine unglaubliche Angst bekommen. Ich habe nicht gewusst, was wird sein. Ich habe nicht gewusst, ob ich mit hundertprozentiger Sicherheit bei Gott lande. Ich bin dann heimgekommen und bin das erste Mal mit einem Christ konfrontiert worden. Und zwar ein Christ, der eigentlich meinen Rahmen gesprengt hat. Er war ein Freak, er hatte lange Haare, ein aufgestellter Typ. Und der erzählt mir plötzlich von Gott und von Jesus Christus, dass man den erleben und kennenlernen kann. Und ich habe zuerst gedacht, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Aber der hat etwas in sich hinein und hat etwas ausgestrahlt, das ich noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Der ist mit sich im Reinen gewesen, der hat eine Freude ausgestrahlt. Der hat eine Liebe ausgestrahlt, die mich irgendwie gepackt hat. Auf der anderen Seite hatte ich aber so viele Ausreden, wieso dass ich mich nicht dem Gott öffnen will. Ich bin noch zu jung, ich will nicht meinen Spass nicht mehr haben, ich will noch in den Ausgang gehen, ich will nicht einfach jetzt so mit Handschuhen rumlaufen, ich gehöre zu Gott. Ich hatte Angst, ich muss etwas verlieren. Vor allem hatte ich das Gefühl, ich bin eh ein guter Mensch, also wieso brauche ich Gott? Ich mache niemandem etwas leid. Nach diesem Gespräch mit meinem Schlagzeuglehrer hat sie mir hineingezogen. Irgendwie etwas hat mich zu dem Gott gezogen und ich habe gemerkt, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung und ich möchte mein Leben dem Gott öffnen. Ich bin dann in meinem Zimmer auf die Knie, habe mein Herz einfach geöffnet, dem Jesus, und habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben, bist du jetzt einfach mein Chef? Ich möchte mich von dir führen lassen jetzt in meinem Leben und es tut mir leid für das, was ich alles vorher gemacht habe. Und es ist so eine Wärme in mich hineingekommen und so eine Liebe. Ich musste einfach nur brüllen. Ich habe Jesus mein Leben übergeben, aber eigentlich bin ich auf dem Lebensthron, von meinem eigenen Lebensthron sitzen geblieben. Ich wollte nicht loslassen. Ich wollte selber bestimmen im Bereich Beziehungen, Finanzen, Beruf, wohin soll es gehen. Ich wollte einfach mein eigener Chef bleiben mit Jesus im Hintergrund. Mit 21 habe ich das Engagement bekommen als Sängerin bei der Band Erotic. Wir waren in der ganzen Welt auf Tournee. Und dann habe ich noch beim Privatsender ein Erotikmagazin moderiert. Ich habe kein Problem dabei, an Gott zu glauben und so etwas zu machen. Aber die Medien schon. Die Medien haben mich immer mit der Frage konfrontiert, jetzt bist du Christ und du moderierst eine Erotiksendung. Wie lässt sich das vereinbaren? Kein Problem, oder? Ich habe das Showbusiness geliebt, wirklich. Es hat so viele Vorteile gehabt. Und das wollte ich nicht loslassen. Ich habe mich da wieder festgehalten und habe dem Gott nicht vertraut, dass er eigentlich noch viel Besseres für mich parat hat. Es hat mir auch wehtun irgendwie. Ich wollte Gott recht machen, ich wollte den Medien recht machen. Ich war so hin und her gerissen. 7 Jahre lang. Bis eines Tages wirklich Gott ganz akustisch zu mir geredet hat und gesagt hat, Jeanette, jetzt ist es Zeit, mit dem ganzen Erotikzeug aufzuhören. Nach einem Jahr habe ich dann auch mit der Band aufgehört. Und das war eine Zeit, in der ich mich intensiv mit Gott befasst habe. Die Bibel gelesen habe, einfach einmal, von vorne bis hinten. Und musste merken, dass Gott so gut ist. Die Rebellion, die ich hatte, die ist weg. Ich habe gelernt, Gott voll und ganz zu vertrauen. Zu wissen, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Und einen viel besseren als eigentlich ich immer gedacht habe, müsse er sein. Ich habe das Gefühl, heute bin ich wie angekommen. Ich bin früher auf einer Reise, auf einer Suche. Und heute habe ich wirklich mein Ziel bei Gott gefunden. Eine Annahme ist da, von Gott, weil er mich liebt, wie ich bin. Ich muss nicht etwas leisten, ich muss nicht etwas spielen, ich muss nicht jemand sein in dieser Welt, dass er mich liebt. Sondern ich kann auch einfach nur eine Mutter mit 2 Kindern sein und er liebt mich. Heute muss ich nicht mehr um jeden Preis einfach anders sein als alle anderen. Heute weiss ich, Gott nimmt mich so an, wie ich bin.
Ich bin ihm wichtig, ob ich jetzt im Showbusiness bin oder nicht. Ich bin Janet Maggi Meier und das ist meine Geschichte mit Gott.